Eigentlich sollten Details aus dem Nationalen Sicherheitsrat nicht an die Öffentlichkeit geraten. Er tagt mehr oder weniger geheim, über die Inhalte wird zumeist Stillschweigen vereinbart und das Ganze findet in einem abhörsicheren Raum im österreichischen Parlament statt. Allerdings hat man sich gestern Nacht noch dazu entschieden, hier die Vertraulichkeit bei den Anträgen auszusetzen, weshalb bekannt ist, wie abgestimmt wurde, und das zeigt doch ganz einige interessante Details. Denn ÖVP und Grüne, die gehen nicht mehr gemeinsam, die ÖVP vielmehr einsam. Ihr Vorschlag, Messenger-Dienste zu kontrollieren für die Polizei und für Sicherheitsbehörden, Stichwort Signal, WhatsApp oder auch Telegram, hat keine Mehrheit gefunden, auch nicht die Verschärfung des Parteiengesetzes und die Haftverlängerung für nicht deradikalisierte Personen. Da hat es keine Mehrheit gegeben. Die Grünen wiederum haben einigen Anträgen zugestimmt, haben selbst Anträge eingebracht. Einen gab es auch von der SPÖ und auch von der FPÖ. Und hier sind die Ergebnisse auch durchaus interessant. FPÖ und Grüne haben ja schon im Vorfeld darauf gedrängt, dass die Kontrollkommission für die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienste nach den verhinderten Terroranschlägen tätig wird. Das hat man hier auch bei der Abstimmung erreicht. Die SPÖ wiederum hat beispielsweise eingebracht, dass hier auf den sozialen Medien extremistische Inhalte genauer überprüft werden sollen. Da hat man keine Mehrheit gefunden. Die FPÖ wiederum wollte ein Islamismusgesetz haben. Auch das fand keine Zustimmung. Also durchaus interessante Abstimmungsergebnisse. Einigen konnte man sich allerdings dahingegen, dass hier Sicherheitsfirmen gerade bei großen Events stärker kontrolliert werden sollen. Denn medial wurde berichtet, dass beim Taylor Swift-Konzert 8 Personen hier auch einschlägig bzw. amtsbekannt gewesen sind. Und man hat das auch gemerkt, dass hier nicht sehr professionell gearbeitet wurde, zumal ja ein Verdächtiger hier auch im Umfeld des Haupttäters beim IS Sympathien gezeigt haben soll. Also man darf durchaus gespannt sein, wie es weitergeht, ob die ein oder andere Forderung dann noch kommen wird, ob diese Regierung oder die nächste Regierung das tatsächlich plant. Kritik an den Parteien und von den Parteien hat es auch gegeben, beispielsweise von den NEOS, dass man hier nicht eingebunden war und lediglich hier zu dieser Sitzung geladen wurde. Was, wie, wann kommt oder auch nicht, Stichwort Bundestrojaner, das ist noch unklar.